Herzlich willkommen zurück auf der Ravenport. Folge 8 befinden wir uns mittlerweile. Ja, direkt mal zum Anfang. Wundert euch nicht, dass ich hier auf dem Feld gerade dabei bin, nochmal das Vorgewende zu fahren. Das haben wir, glaube ich, gestern eigentlich schon gesehen, wie wir hier angefangen haben. Haben wir allerdings ja auch nicht so viel gemacht. Ich glaube, einmal rum das Vorgewende und dann war's das. Denn es gab ein kleines Problem. Also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass ich beim letzten Mal, als ich das Spiel beendet habe, vorher gespeichert habe. Aber offensichtlich, entweder habe ich es nicht oder es gab einen Fehler, denn der Spielstand war da gespeichert, wo wir Feld 3 gepflügt haben. Heißt, ich wollte eigentlich gerade gemütlich aufnehmen, direkt da weitermachen, ja, wo ich aufgehört habe. Gucke dann und denke so, warte mal, pflügen, Feld 3, das hatten wir schon, das war doch komplett fertig. Ja, musste ich jetzt eben also quasi nochmal schnell Feld 3 abarbeiten, bevor ich jetzt aufnehmen konnte. Hat ein bisschen Zeit gekostet, kann ich heute wahrscheinlich nur eine Folge weniger aufnehmen, ich muss mal gucken, wie schnell ich jetzt durchkomme. Ich meine, klar, Folgenlänge bleibt dieselbe, aber ich schaue mal. Ja, daher haben wir jetzt auch die glatten 250.000 wieder auf dem Konto, denn um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, dass ich da fix fertig werde auf dem Feld, habe ich mir kurz einen großen Pflug gemietet, einen anderen Schlepper dazu, der den 10 Meter Pflug auch ziehen kann, damit die ganze Nummer da schneller geht, andere Sämaschine und so weiter, um das schnellstmöglich fertig zu bekommen. Daher habe ich den, weil ich nicht genau wusste, was wir vorher für einen Geldbetrag mehr hatten, das waren irgendwie 248.000, glaube ich, also ich glaube 2.000 weniger. Die sollen jetzt mal nicht auffallen, ist leider tatsächlich jetzt so. Ärgert mich ein bisschen, aber ja. Und in der ganzen Hektik habe ich natürlich auch selbstverständlich vergessen, zwischen dem Pflügen und den Einsehen die einmal zu düngen. Heißt, wir werden jetzt, wenn da die erste Wachstumsstufe angefangen hat oder durch ist, nochmal drüber düngen müssen. Das dürfen wir jetzt in dem Fall nicht vergessen. Es war ja beim letzten Mal eigentlich komplett fertig, das Feld. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Passiert mal. Diesmal werde ich auf jeden Fall besser drauf achten. So, jetzt haben wir den fertig. Ich glaube, dass wir auch tatsächlich beim letzten Mal bis genau hier waren. Wir nehmen uns diesen Traktor diesmal. Ich glaube, den haben wir beim letzten Mal auch genommen mit dem Anhänger hinter. Dafür reicht er auch allemal. Dann klemmen wir uns da eben dran. Falsche Richtung. Und ich habe mich auch nach so viel Spielzeit immer noch nicht dran gewöhnt mit dem Gaspedal. Mit dem Bremspedal rückwärts zu fahren. Es entspricht auch einfach gegen meine Natur. Ich bin halt LKW-Fahrer und wenn man den ganzen Tag halt wirklich mit Pedalen zu tun hat, es ist komplett gegen die Natur auf dem Bremspedal. Ne, hier wollen wir nicht hin. Komm, ich kann ja hier übers Feld fahren, das schadet ja noch nicht. Es ist halt völlig gegen die Natur auf dem Bremspedal rückwärts zu fahren und dann mit dem Gas abzubremsen. Ich krieg das einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich hoffe, dass eine Getriebemod oder irgendwas, wo man halt separat wieder vorwärts, rückwärts fahren kann, einstellen kann. So. Ja, Schneidwerkswagen steht da hinten ein bisschen schief. Ist mir wieder ein bisschen weggerollt, leider. Ich hoffe, dass das auch noch gefixt wird. Probleme mit, permanenten Rückwärtssignal besteht auch immer noch. Hat sich in den ganzen letzten Tagen auch nichts geändert. Er zieht auch immer noch nach links. Ich warte ja noch sehnsüchtig auf ein neues Update, auf ein Patch oder sonstiges. Es soll, glaube ich, irgendwann 20., 21., 22. oder so. Soll sich da was tun, habe ich gehört. Dann hoffe ich mal, dass wir einen großen Teil aller Fehler ausgemerzt haben. Sollte das dann nicht weg sein, ja, liegt es tatsächlich wohl am Lenkrad und Pedalerie. Aber ich wollte ja eh mal das G29 anschließen und mal gucken, ob das Problem damit auch besteht.
Ich habe halt immer nur, weiß nicht, so viel zu tun und im Kopf. Und dann, wenn es dann soweit ist, so ja, jetzt kannst du streamen, jetzt kannst du aufnehmen oder so, dann ja, habe ich es jedes Mal vergessen, mal das Lenkrad anzuklemmen. Beziehungsweise dann auch die Tasten dafür zu belegen. Das gehört ja nun dazu. Ja, gucken wir mal, dass wir hier ratzifatzi durchkommen. Modtechnisch hat sich auch noch nicht so viel getan bei mir. Ich habe. Bevor ich jetzt hier noch aufnehmen wollte, ursprünglich war ich noch mal kurz auf Modhoster unterwegs. Und einzige, was ich mir gerade runtergeladen habe, ist das Class Lexion Paket. Ich weiß nicht, warum es Paket heißt. Es ist eigentlich nur der Lexion 780 mit Schneidwerk. Schönes Teil. Ja, kommt hier leider nicht zum Einsatz. Ist zu groß und zu teuer im Moment. Denke aber mal, sollten wir die Gelegenheit haben, uns einen neuen Drescher anschaffen zu können, wird das mit Sicherheit einer der Favoriten sein. Wobei es nicht der größte ist. Das Spiel selbst hält der größere parat. Mit 13,70 Meter statt 12. Ich glaube, glatt 12 Meter hat er das Schneidwerk vom Lexion 780. Aber müssen wir dann. Das sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Ist ja auch eine Frage, was hat man dann gerade an Geld über? Was macht Sinn? Was bietet sich eher an? Nochmal vielleicht einen Zwischenstopp, bevor man gleich den größten kauft. Das sieht man dann alles, wie sich das ergibt. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir diese Folge kommen. Ich hoffe ja mal, dass wir das Feld ganz geerntet kriegen. Ich werde jetzt auch erstmal, denke ich, noch die nächsten Folgen auf jeden Fall straight durchziehen. Nicht wirklich viel offscreen machen. Es sei denn, es ist wirklich tatsächlich so, dass wir jetzt drei Folgen bräuchten für eine Art der Feldbearbeitung. Dann würde ich es nochmal offscreen durchziehen, dass ich euch damit nicht so belästige. Weil drei Folgen hintereinander zu sehen, wie man ein Feld pflügt, ist jetzt halt nicht so spannend. Da würde ich dann tatsächlich das offscreen machen. Es sei denn, ich habe bis dahin gelernt, das sind alles auch noch so Sachen, die ich nebenbei noch mache. OBS umstellen und so weiter, gucken, die Grafik verbessern, die Handlichkeit von OBS verbessern, gerade für die Streams. Dann mit dem Schneidprogramm, ja, lernen, wie da was noch funktioniert. Ich habe bislang immer nichts, also ich habe einfach nur Sachen rausgeschnitten, die nicht da sein sollten, aber halt noch nie irgendwas im Zeitraffer gemacht oder in einer Zeitlupe vielleicht. Das mit meinem Intro jetzt vorweg, das habe ich schon. Das ist, also wie ich das jetzt immer am besten mache. Klar könnte ich es auch per OBS einfach vorweg laufen lassen, dass ich es direkt mit aufnehme. Fand ich aber nicht so geil, die Option. Es reinzuschneiden mit so einem leichten Übergang gefiel mir dann doch besser. Das sind alles Sachen, mit denen ich mich nebenbei noch beschäftigen muss. Dann halt die Twitch-Seite ein bisschen schöner machen und hier. Hier und da noch so ein paar Sachen. Ja, es ist auf jeden Fall jede Menge, was man nebenbei noch zu tun hat. Zumindest, ja, ich könnte das ja auch alles so lassen, wie es ist. Will ich aber nicht. Ich will ja alles ein bisschen auch verbessern. Vieles betrifft ja gar nicht die Videos selber, sondern eher so die Streams. Dass die Bots, die da in den Chat posten, das nochmal alles abstimmen, die Texte ein bisschen anpassen, verändern und so weiter und so fort. Also. Es ist im Moment echt eine Masse, was ich noch zu tun habe, um das zu erreichen oder mein Ziel zu erreichen, wo ich im Moment gerade hin möchte. Mit den Sachen. Oh mein Gott, jetzt habe ich vor lauter Quatschen wieder nicht auf die Anzeige geachtet. Das ist schon wieder fast voll. Geil ist auf jeden Fall mal, wir kriegen hier ordentlich was weg, denke ich mal. Also hier kommt trotz des Unkrauts gut was runter. Das finde ich mal nicht schlecht. So. Alles klar. Nächste Ladung. Dann ist der auch schon das erste Mal wieder voll im Grunde. Bin mal gespannt, was das Endergebnis hier wird. Oh, zu weit gerollt.
Jetzt muss man halt, damit der nicht ständig rückwärts fährt, Motor mal ausschalten. Ich glaube, Handbremse hat das Spiel selbst noch nicht, hält das Spiel noch nicht bereit. Wäre natürlich geil. Dann könnte ich die zumindest jedes Mal ziehen, wenn ich anhalten will und stehen bleiben will auch. Und eine Mod habe ich dafür, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Aber kommt noch, kommt alles noch, bin ich mir ganz sicher. So, und schon geht's weiter. Also, erster Anhänger voll, wir sind einmal rumgefahren, hier zweimal hoch und runter. Da kriegen wir bestimmt zwei volle Anhängerladungen weg. Das wären 40.000, das ist auf jeden Fall mehr als auf Feld 3. Okay, das Feld hier ist auch eine Ecke größer. Das darf man nicht vergessen. Und eine andere Frucht. Ja, das andere war, glaube ich, Weizen. Nee, was waren das? Weiß jetzt gar nicht mehr, was drauf war. Müssten wir dann mal ins Silo gucken, was drin ist. Oder in unser Lager einfach mal reinschauen. Ich glaube aber, das war Weizen. Bin mir da jetzt noch nicht mehr ganz so sicher. Ja, gestern, beziehungsweise also heute, wo ich aufnehme, wir haben jetzt einen Samstag. Video kommt morgen auf dem Sonntag und es soll also dann gestern eigentlich für euch jetzt gestern auch das Multiplayer-Projekt gestartet sein. Wir wollen mal hoffen, dass da jetzt nichts mehr zwischenkommt. Und ich hoffe mal, dass wir da sehr erfolgreich sind. Ich habe mir da auf jeden Fall schon einen Plan gemacht, was ich mir für Geräte kaufen werde oder gekauft habe, dann dementsprechend. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am besten reden soll, weil für mich ist es in der Zukunft, für euch dann Vergangenheit, sofern das auch alles glatt gegangen ist. Ist so ein bisschen so eine Zeitblase. Ich glaube, ich rede einfach mal quasi jetzt halt von dem Samstag, wo ich es aufnehme. Ist, glaube ich, verständlicher und für mich auch einfacher. Ich habe mir halt einen Plan gemacht, welche Geräte ich mir alles kaufen werde von meinem Geld. Ob ich mir Felder kaufe und welche Felder ich mir kaufen werde, das habe ich mir schon alles genau ausgeguckt. Und dann will ich mal hoffen, dass ich damit auch auf einem guten Wege bin, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Ja, Hälfte des Feldes. Ich denke, das werden wir dann tatsächlich hier komplett auch wieder durchziehen. Das noch ein bisschen in die nächste Folge mit hinein. Ein paar Minuten haben wir noch zum Aufnehmen hier in dieser Folge. Ja. Und ich sehe gerade, ich habe die Zeit, wo ich auf dem anderen Feld unterwegs war, die Zeit auf 1 gestellt gehabt. Ist sie gerade immer noch. Das muss ich dann mal gleich wieder hochschalten auf 5-fach. Hier müssen wir, glaube ich, nicht pflügen. Kalken müssen wir, glaube ich, düngen, einsehen, düngen. Dann haben wir das Feld durch und dann müssen wir uns überlegen, was wir mit Feld 1 hinterher machen. Ob ich da einmal mir ein Mähwerk leihe und drüber wegmähe, dass ich schon mal Ballen presse. Weil, wenn die Wiese schon einmal da ist, sollte man es so eigentlich ausnutzen, denke ich mir. Andererseits wäre natürlich, ja, Sojabohnen, Sojabohnen, Sojabohnen wichtig, um erstmal richtig Knaster zu machen. Könnt ihr mal sagen in den Kommentaren, einmal drüber mähen oder direkt rausflügen? Wobei Flügen ja vielleicht gar nicht muss. Das müssen wir dann auch nochmal schauen, ob ich flügen muss oder ob es reicht, wenn ich mit der Sämaschine drüber gehe, die ja direkt saht, also gleich mitgrubbert oder grubbt. Ob das reicht, um das wegzumachen, die Wiese. Wenn nicht, müssen wir sie pflügen. Ja, das wird dann bestimmt auch wieder einen Moment dauern. Ist tatsächlich zweimal hochfahren, zweimal runterfahren, ist die Bude voll. Und das, obwohl halt komplett, ich nenne es immer ungepflegt, das Feld. Also ist nicht gut behandelt. Da kriegen wir hier richtig was raus, Alter, aus dem Feld.
Ja, und es ist auch ein viel geileres Arbeiten mit einem etwas größeren Drescher. Ich habe ja gestern wieder gestreamt auf der Felsbrunn. Roll doch nicht so weit weg. So, da hält es jetzt bitte an. Mit meinem kleinen, ich glaube, was habe ich denn da? 3 Meter? 4 Meter? Ich glaube, 4 Meter habe ich da. Das ist schon nicht so cool. Also, das hier schon besser mit 7 Meter Arbeitsbreite. Da passiert dann wenigstens auch mal was. Ja, die Einfahrt wollte ich eigentlich auch noch mal bearbeiten. Das hätte ich eben mal mitmachen können in der Zeit. Ein bisschen weiter reinlaufen lassen, dass sie nicht so steil hoch geht und ich nicht zwei Huckel drin habe, sondern tatsächlich eher wie eine Rampe. Eine etwas oder eine ziemlich glatte Rampe. Wobei Mutter Natur ist nicht perfekt und wir haben das jetzt halt da so hingeteert, wie es ist. Ich glaube, man kann wahrscheinlich auch einfach so damit so leben. So, können wir mal eben reingucken. Lager. Was auch immer das ist. Raps war es. Ach ja, Raps. 12.000 Liter. Okay. Da bin ich auch mal gespannt, wenn wir hier größere Fahrzeuge haben, ob wir die Kurve immer noch schaffen. So, hier mal nicht ganz so runter poltern. Könnte man, aber ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass ich die Kiste dann umschmeiße, wenn ich unten angekommen bin und rumziehe. Und da habe ich keinen Bock drauf. Umschmeißen ist hier ziemlich uncool. Zumindest halt am Anfang, wenn man auch noch nichts hat zum wieder aufheben. Also hätte ich zwar, aber das wäre dann in dem Fall genau dieses Fahrzeug. So. Schick, schick, schick. Schaffen wir doch ein bisschen was. Ja, dann würde ich auch sagen, dann machen wir hier mal das Ende für diese Folge. Nächste Folge machen wir den Rest des Feldes weiter. Und ja, ich bedanke mich wieder ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Ja, seid fleißig in den Kommentaren, gebt ab eure Meinung ab, was wir mit Feld 1 machen. Ob einmal drüber mähen und das Gras einsammeln oder Heu oder direkt wegmachen. Dann würde ich mich bedanken, wenn ihr ein Däumchen da lasst und falls ihr es noch nicht getan habt, ein kostenloses Abo. Das würde mich unterstützen. Ihr bleibt auf dem Laufenden und schaltet auch die Glocke an. Damit ihr auf dem Laufenden bleibt, dann kriegt ihr mich immer Benachrichtigungen, wenn neue Videos da sind. Ja, und dann sage ich einfach mal reingehauen und bis morgen.